Hallo meine Lieben. Ja, für alle, die mich jetzt das erste Mal sehen, ich möchte euch gerne so mal im Groben meinen Lebensweg berichten. Und zwar, ich bin mit viel Gewalt aufgewachsen, körperlich und seelischer Gewalt, wurde ausgegrenzt von meiner eigenen Familie und Geschwistern. Ich habe auch in der Webseite schon einiges geschrieben, aber ich wollte es trotzdem noch mal in Kurzfassung berichten. Ich war ein sehr schüchternes Mädchen, hatte natürlich dadurch viele Ängste, durch die Ausgrenzungen. Ich war als Kind schon sehr feinfühlig und es wurde nie wahrgenommen und gesehen, im Gegenteil. Stell dich nicht so an, sei nicht so blöd, du kannst nichts, du bist nichts, du taugst nichts. So bin ich groß geworden, eben auch mit Gewalt, auch Missbrauch von meinem Onkel. Ich habe auch Missbräuche erlebt, auch nicht nur von meinem Onkel, sondern auch körperliche Übergriffe von ja, Nachbarn, wo ich gewohnt habe. Ja. Als ich das mit 18 dann meiner Mutter mal erzählt habe, was mir da geschehen ist, hat es geheißen, dann hast du es ja nur gewollt. Und so könnte ich jetzt viel erzählen. Mir ist nur wichtig, ich möchte euch so einen groben Einblick geben, dass ich sehr viel Leid erfahren habe, auch viel geschlagen worden bin von meinem Vater. Er war auch nie greifbar. Auch von meiner Mutter sehr viel Gewalt geschlagen, sehr viel Gewalt erfahren habe, wie gesagt, auch körperlich, seelisch von beiden. Und dennoch war in mir immer ein Teil, der gespürt hat, dass ich hatte trotz allem Mitgefühl für meine Eltern. Mitgefühl, dass ich gespürt habe, das ist nicht echt oder das, was die machen, sind in Wirklichkeit nicht sie, sondern das ist irgendwas anderes. Also diese, dass die beherrscht werden, so kann ich sagen. Und ich habe auch viel mitbekommen, wenn mein Vater meine Mutter geschlagen hat, da war ich Kind, da bin ich schon immer dazwischen. Also wie gesagt, ich bin mit viel Gewalt. Mein Vater hat Alkohol, war oft betrunken, das habe ich alles miterlebt und auch Süchte waren Thema. Ja, somit musste ich ja irgendwie alleine mit dem Ganzen zurechtkommen. Hatte auch keine Ansprechpartner, hatte auch keine Freunde. Und mit 14 habe ich dann die Bulimie entwickelt. Heute weiß ich, das war zu dieser Zeit mein Freund. Die Bulimie hat mich letztendlich gerettet, um damit umzugehen. Das war ein Ausgleich, ein Stressausgleich, ein Ausgleich, dass ich wenigstens Nahrung, was habe, in mich reinsaugen, rein etwas habe, was mich trägt, was die Qual ein Stück weit abhält, der Genuss, dieses Essen, genährt zu sein. Ja, dann am Anfang war es ja nicht die Bulimie, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich, je mehr ich gegessen habe, dicker geworden bin. Das habe ich im Außen auch gezeigt bekommen. Du wirst ja immer fetter. Dann auf einmal hat sich das so ergeben, Finger in Hals und dann wirst du schlank bleiben. Ja, das hat sich halt fortgesetzt bis vor 10 Jahren. Immer mal wieder, die Bulimie hat mich begleitet. Und viele andere Süchte auch, Magersucht, geraucht dann wie ein Schlot mit 14 angefangen. Dann, also ich hatte viele Süchte, Magersucht, Bulimie, Rauchen, Kaufsucht dann mittlerweile, extreme Anerkennungssucht, Liebessucht. Mobbing war dann natürlich ein starkes Thema, was mich begleitet hat, wenn du nie lernst, wie du dich wehren kannst, wenn du ja selber von den eigenen Eltern immer als schlecht, als böse, als nicht normal hingestellt wirst, denkst du ja, du bist an allem schuld, lässt alles über dich ergehen. Depression war ein starkes Thema jahrzehntelang und ich bin eben von diesen ganzen Süchten geheilt, ja? Dafür war die Vier-Schritte-Anleitung, die ich euch in meiner Webseite anbiete, war für mich so der erste Durchbruch. Ich hatte natürlich viele Puzzlesteine vorher schon gehabt, aber das war für mich dann wirklich, da konnte ich dann wirklich konkret damit was mitarbeiten und anfangen. Ja, dann habe ich natürlich irgendwann mal Karl kennengelernt, und da habe ich gespürt, dass er der erste Mann ist, der anders ist wie alle anderen. Das hat mich anders berührt. Die anderen Männer,
ich hatte wenig Beziehungen, aber beim Karl habe ich auf einmal gespürt, dass dieser Mann was hat, was ich so noch nie gefühlt, erlebt habe. Es war sehr vertraut, die ersten Monate, wie angekommen sein. Das war sehr tief, sehr wunderschön. Und irgendwann hat er angefangen, sich zurückzuziehen. Und ich wollte es natürlich behalten. Er hat mir was gezeigt, was gegeben, was er in mir wieder geweckt hat, was er in mir geschlummert hat, auch in euch. Da ist was Tiefes und er hat es angetriggert. Und das wollte ich natürlich bei ihm haben. Ich will es wieder haben. Dadurch ist er immer weiter abgehauen. Ja, ich immer mehr nachgerannt. 18 Jahre lang on off ist daraus entstanden. Ich will was von ihm, was ich dann immer mehr verstanden habe, was er mir gar nicht geben kann. Und nach 18 Jahren hat es mir dann endgültig gereicht. Wirklich gereicht, das kennt ihr auch. Dann habe ich mal angefangen, wirklich nach innen zu gehen. Ich habe all das, die Heilung in mir entdeckt. Auch nach vielen Therapien und, also mir ehrlich gesagt, hat es nicht geholfen. Außer eine Therapeutin, die war sehr mütterlich. Da habe ich endlich mal das Gefühl gehabt, da versteht mich jemand. Aber ansonsten war es eher so, dass ich hätte die therapieren können. Ja, 18 Jahre lang on off. Dann hat es mir gereicht. Und dann bin ich zu mir gegangen, weg von außen, weg von dem, er muss endlich mal sehen, dass ich gut bin. Was soll ich noch alles tun, damit er sieht? Verständnis habe ich ihm gegeben. Ich habe es mit Manipulieren, mit eifersüchtig machen probiert. Ich habe es mit Schreien probiert. Ich habe mit Rückzug probiert, dann wieder mit viel Reden und was immer auf ihn eingegangen. Ich habe mich unterdrückt, ich habe alles durch, bis ich eben gespürt habe, nach 18 Jahren endlich, Sabine Michelle, du musst bei dir suchen. Du findest es nicht im Außen, es wird immer schlimmer. Er hat andere Frauen, er sucht die Bestätigung, er ist immer bei anderen. Ich habe es nie verstanden, ich habe immer gedacht, ich gebe ihm alles. Und trotzdem haut er ab. Was steht da bei mir? Steht da, behandelt mich wie, naja, wie S-C-H-E-I-S-S-E? Bin ich ein Mülleimer? Das kennt ihr bestimmt auch. Ja, wenn es ihm nicht gut ging, ist er gekommen. Und da war ich natürlich glücklich. Wow, er braucht mich. Ich habe wieder alles aufgefahren, habe mich zurückgestellt, habe ihm alles gegeben. Verständnis, Zuneigung, haben da Hilfe angeboten, habe das gemacht, jenes gemacht. Naja, mit der Hoffnung, endlich sieht er mich mal. Nein, ich habe lernen müssen, erstmal mich zu sehen, mich wahrzunehmen. Und das ist dann geschehen nach 18 Jahren. 2 Jahre Kontaktstill, da hatten wir keinen Kontakt mehr. Wir sind uns mal begegnet, ja. Hallo und tschüss, kurzes Smalltalk. Aber ich habe gespürt, ich bin dran. Und er hat es dann aber auch wahrgenommen. Nach 2 Jahren bin ich dann wirklich bei mir angekommen und dann konnte er auch kommen. Und es wurde auch so geführt, dass wir uns begegnet sind. Auf offener Straße habe ich auch schon Videos gemacht. Und seitdem sind wir auch zusammen. Er hat gespürt, wir reden ja auch drüber, wir haben dann viel gesprochen. Er hat gesagt, Sabine Michelle, ich habe auf einmal gespürt, du bist anders. Da hat er ja auch schon ein Video gemacht. Das heißt, wir sind jetzt seit Juni 2021 ein Paar. Und das heißt nicht, dass bei uns dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir sind uns ja ganz neu begegnet. Wisst ihr, der Karl musste sich umstellen zu sehen, die Sabine Michelle ist nicht mehr die bedürftige Kleine, das naive Mädchen, sondern ich bin eine selbstbewusste, authentische, starke Frau geworden. Ich habe gewusst, was ich will und nicht mehr will. Das war für ihn eine Umstellung. Für mich wiederum war es auch eine Umstellung zu erkennen, Karl ist nicht mehr dieser, ich habe ihn ja immer auf dem Podest stehen gehabt. Er, nur er. Ohne ihn geht gar nichts. Er muss mir alles geben. Ich habe ihn dann realistisch gesehen, nicht mehr einfach so gesehen, wie er wirklich ist. Früher wollte ich alles mit ihm machen, wollte ich 24/7 am liebsten, dass er da ist. Da war ich eifersüchtig, wenn er seinem Sport nachgegangen ist. Heute mittlerweile
freue ich mich, wenn er auf sich schaut. Im Gegenteil, heute brauche ich eher meine Ruhe, Auszeiten, dass ich merke, ich brauche für mich meine Zeit. Das musste ich neu lernen, erkennen, dass sich da was verändert hat. Das waren natürlich Herausforderungen. Aber wir lernen, wir haben uns hingesetzt. Ich bin nicht mehr in meine Süchte abgerutscht und er nicht mehr abgehauen vor Angst, sondern und auch nicht mehr zu anderen Frauen oder in seinen Sport gerannt, sondern wir haben gelernt, miteinander zu reden. Und das war auch ein Prozess, ein neuer Prozess. Ja, ich bin diesen Weg, diese 18 Jahre on-off, war ein sehr schmerzhafter, leidvoller Prozess. Aber ich habe diese 18 Jahre gebraucht, das war mein Seelenweg, der musste so sein, dass ich euch die Abkürzung geben kann, zeigen kann, die Irrwege, ihr könnt euch viele Irrwege ersparen. Ich bin sie für euch gegangen. Ich kann in den Botschaften, wenn ihr Seelenbotschaften bucht, wenn ihr wissen wollt, was er über euch denkt, wie es ihm geht, seine Seele gibt Antworten, ich kann eure Seele befragen. Die Seelenbotschaften sind aufschlussreich, damit ihr seht, wo ihr steht, was eure Seele will, was sie braucht. Seine Seele kann auch sagen, je nachdem, was ihr für Fragen von seiner Seele wissen wollt, was seine Seele von dir braucht. Das ist so wertvoll. Die Blockadenlösung, die ich euch anbiete, die 4-Schritt-Anleitung, die SOS-Gespräche, die Coachings, ich kann euch dadurch so eine wertvolle Unterstützung sein. Übrigens konnte ich mich als Kind schon mit Seelen, ich habe mich da schon in Seelen einfühlen können. Ich konnte damit aber nichts anfangen. Ich habe viel Antworten, ich habe viel gespürt, was in denen abgeht, eben auch in meinen Eltern. Ich habe das erst vor vielen Jahren, das war auch mein Weg, durch Karl habe ich immer mehr erkannt, dass ich mich in seine Seele, ich habe Antworten von ihm bekommen, bis ich dann bewusst gespürt habe, ich kann bewusst mich mit Seelen verbinden. Das, was ich schon immer gemacht habe, kann ich jetzt gezielt anwenden, seit vielen Jahren. Das ist in mir angelegt, das habe ich in meine Wiege gelegt bekommen. Diese Verbindungen, diese Seelenverbindungen, auch die Blockadenlösungen, mich einzufühlen, zu sehen. Ich sehe dich, ich sehe ihn, ich sehe eure Themen, ich spüre, welcher Weg richtig ist, wichtig. Ich führe euch, egal in welchem Bereich, sei es beruflich, egal, sei es mit ihm, wie es ihm gerade geht. Ich kann euch zusammenführen in den Blockadenlösungen. Er zeigt sich, ich kann sehen, wie er sich zeigt, wie es ihm geht, was er dir antwortet, wenn ihr Fragen habt. Da spielt sich so viel ab, ich nehme das alles wahr, ich sehe das, ich fühle das und kann euch da so wirklich durchführen mit, ich nehme euch mit, ihr werdet es auch selber erleben. Und auch wenn es noch was Themen zu heilen gibt mit euren Eltern, die Eltern zeigen sich, da gibt es noch mal so viel Heilung. Die 4-Schritt-Anleitung, da verbinde ich mich, wenn ihr die bucht, welche Meditationen wichtig sind für euch. Ich bekomme das von oben durchgesagt, die ihr dann nachts anwenden könnt, im Schlaf. Da müsst ihr gar nichts tun. Das ist auch ein Teil von der 4-Schritt-Anleitung. Diese Meditation für die Nacht, die ich durchgesagt bekomme, was wichtig sind für euch. Es gibt ja tausende von verschiedenen Meditationen, verschiedene Richtungen, aber die, was für euch bestimmt sind, komme ich eben durchgesagt. Auch das ist sehr wertvoll. Und das hat mir dann meine Berufung gezeigt. Ich habe als Kind schon immer gespürt, ich möchte anderen Menschen helfen, aber ich wusste nie, in welche Richtung, nie wann. Und ich hatte dann auch mal meine Seele befragt und habe keine klare Antwort bekommen, sondern eben nur, dir wird es gezeigt. Du wirst mit Menschen arbeiten, aber ich wusste nicht wie. Und ich habe es dann auch irgendwann verstanden. Letztendlich hat mir die Seele, wurde ich immer hingeführt. Ich wurde immer hingeführt von außen.
durch das, dass ich was gehört habe, gelesen habe, Bekannte, Freunde haben mir gesagt, was mein Weg ist, aber ich war noch nicht bereit. Und deswegen, wenn die Seele mal was nicht sagt, ist es noch nicht die Zeit. Ich musste es auf einmal, es musste bei mir Klick machen, aber je nach Seelenbotschaft kann es sein, ihr bekommt die genaue Anweisung oder es kann sein, die Seele sagt euch, was wichtig ist. Und für mich war eben, meine Seele hat mir gesagt, du wirst die Berufung finden. Ich habe die Zielrichtung schon bekommen, aber nicht, wie ich dahin geführt wurde. Das musste ich durch Klick, auf einmal hat es Klick gemacht, dann war es da. Das musste ich, die Seele wollte, dass ich das selber erfahre, dass ich das selber fühle. Und so hat es mich dann auf YouTube, bin ich auf YouTube geführt worden. Und auch ganz ehrlich, wenn mir meine Seele das zu dieser Zeit gesagt hätte, du wirst auf YouTube gehen, hätte ich meiner Seele das nicht geglaubt, weil ich zu der Zeit, das haben ja viele immer gesagt, viele haben gesagt, geh auf YouTube, das ist dein Weg, du bist gut, du weißt, wie die, du kannst die Menschen abholen, geh auf YouTube. Da habe ich denen schon immer den Vogel gezeigt, ich und öffentlich im Leben nicht. Das heißt, wenn meine Seele mir das zu der Zeit gesagt hätte, hätte ich das nicht geglaubt. Oder ich hätte damit nichts anfangen können, weil alles braucht seine Zeit. Okay? Ja, und somit bin ich seit 2020, Ende 2020 auf YouTube, gehe meiner Herzensberufung nach und ich merke auch, es entwickelt sich immer mehr. Meine Eltern sind mittlerweile gestorben. Ich konnte viel loslassen, viel in Heilung gehen. Meine Mutter, die mich immer abgelehnt hat, habe ich auch schon ein Video gemacht, mein Leben lang abgelehnt hat, wollte mich die letzten 6 Wochen, bevor sie gestorben ist, wiedersehen. Und ich durfte sie die 6 Wochen begleiten. Sie ist in meinen Armen eingeschlafen. Hätte ich nie gedacht. Wenn mir das meine Seele auch mal gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Deswegen möchte ich euch da Mut machen. Geht euren Weg. Ich hätte nie gedacht, ich habe echt damit abgeschlossen. Für mich war klar, ich werde meine Eltern, also meine Mutter vor allen Dingen, nie wiedersehen, weil sie mich immer abgelehnt hat. Ich werde sie nie wiedersehen. Aber es wurde alles so geführt, es ist in meinem Seelenplan so drin. Wir wissen manches. Das heißt nicht, die Seele sagt euch euren Seelenplan. So einfach ist es eben nicht. Heute weiß ich, die Seele sagt es, was jetzt dran ist, auf was du jetzt achten darfst, damit du weiterkommst. Und es war die 6 Wochen mit meiner Mutter. Ich bin heute, 2023, ich bin Jahrgang 66. Meine Mutter ist vor 2,5 Jahren gestorben. 2021. Und die 6 Wochen, die ich mit ihr verbringen durfte, war die intensivste und schönste Zeit in meinem Leben. Da war ich ihr am nächsten. Da war ich ihr ganz nah. Und es war die schönste Zeit mit ihr. Und viele, die ich auch begleite, die sagen am Anfang, um Gottes Willen, ich bin froh, ich will meine Mutter nicht mehr sehen, ich will dies und jenes nicht. Und sie sind dann doch berührt in den Blockadenlösungen oder in den Seelenbotschaften, wenn sie die Mutter oder die Eltern befragen, wie berührt sie doch sind, was doch tief innerlich ist. Und allein das ist schon Heilung. Und ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter mich nochmal sehen will. Auf Seelenebene habe ich gewusst, dass sie mich liebt und Angst vor meiner Liebe hat. Aber dass es mal so weit kommt, dass sie mich sehen will, dass ich an sie ran darf mit Berührungen, dass ich sie begleiten darf, dass wir uns nochmal aussprechen konnten, das war ein großes Geschenk. Wäre ich nicht so weit gewesen, ich hätte auch sagen können, lass mich in Ruhe, du warst das ganze Leben lang nicht für mich da, bleib, wo der Pfeffer wächst. Ich bin so dankbar, dass
meine Seele mir immer das Gefühl gegeben hat, dass sie nicht, dass sie, dass es ihre Angst ist, dass es ihr Ego ist, dass es ihre Maske ist, dass das nicht wirklich sie ist, die so schlimm mich großgezogen hat. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen, wenn ihr jetzt denkt, meine Mutter nie wieder oder mein Vater oder egal wer, denkt immer dran, eure Seele will heilen. Und wenn euch das jetzt berührt, dann fragt nach. Weil ihr vergebt, wenn ihr die Rache, die Wut, den Groll, all das in euch trägt, das mag alles sein. Es gibt auch nichts zu entschuldigen. Das, was war, war schlimm, auch bei mir. Aber ich habe irgendwann gemerkt und erkannt, wenn ich nicht vergebe, wenn ich nicht den Weg gehe, und ich wollte ihn gehen, ich war dankbar, dass ich den Weg gehen durfte mit meiner Mutter. Aber wenn ihr spürt, das möchtet ihr nicht, dann tut das aber für euch. Weil ihr trägt die Wut, die Rache oder all den, diesen Verdruss, diesen Hass in euch. Deswegen, dann heilt euch wenigstens. Das ist so wichtig. Ihr trägt es mit euch rum. Ja, das macht euch krank. Dann befreit euch davon. Okay? Ja, das ist jetzt mal so meine grobe Lebensgeschichte. Ich bin eben von allen Süchten befreit, 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 befreit. Ich kann euch da liebevoll unterstützen, begleiten. Ich bin den Weg durch. Und für mich war immer wichtig, mich von den Menschen liebevoll begleiten und unterstützen zu lassen, die auch den Weg gegangen sind, die das nicht nur studiert haben, aus den Büchern gelesen haben, sondern die den Weg gegangen sind. Ich habe die Gabe, tief mich einfühlen zu können, zu spüren, wo ihr steht, was ihr braucht. Ich lasse mich individuell auf euch ein und stülpe euch nichts über, was mir geholfen hat. Mag für euch nicht das Richtige sein, aber ich spüre, was für euch das Richtige ist, weil jeder hat einen eigenen Seelenweg. Und es ist die Kunst. Ich kann mich auf jeden einlassen, wo er gerade steht und was er braucht. Was mir geholfen hat, mag nicht für dich richtig sein, aber ich spüre, was für dich wichtig und richtig ist. Und um das geht's, dich da abzuholen, wo du stehst, was du brauchst. Okay? Ja, meine Lieben, ich bin geheilt. Ich habe mit meinen Geschwistern keinen Kontakt mehr. Das ist auch alles abgebrochen. Da habe ich immer gekämpft. Und es war Zeit, aufhören zu kämpfen. Sie müssen irgendwann selber erkennen, ja, sie müssen selber ihren Weg gehen. Und ich habe für mich erkannt, es bringt nichts, wenn ich immer wieder kämpfe und ich merke, die stehen wo ganz anders. Wenn ich immer diejenige sein muss, die kommt, habe ich gemerkt, es geht so nicht mehr. Es tut nicht gut, war ja auch viel, viel Schreckliches unter Geschwistern. Und von dem her habe ich irgendwann erkannt, so wie eine Michelle, du musst endlich mal erkennen, auch wenn es deine Geschwister sind, dann ist es eben in dieser Inkarnation so, du kannst es nicht erzwingen. Aber es gibt viele Menschen, Freunde, Seelenschwestern, Seelenfreundinnen, die dir gut tun. Ich habe immer gemeint, ich muss mit meiner Familie im Reinen sein, ich habe dafür gekämpft. Nein. Ich bin in Frieden mit allen und es ist gut so. Und mal schauen, was noch kommt. Von jetzt auf gleich kann sich alles ändern. Kann auf einmal meine Schwester, mein Bruder sich melden und sagen, Sabine Michelle, ich möchte gerne mit dir reden, ich habe einiges erkannt, ich bin offen. Das heißt, mein Herz ist auf. Ich bin bereit für alles, was kommt. Aber ich habe aufgehört zu kämpfen. Dafür musste ich aber erstmal mich heilen, zu spüren, wer bin ich, was will ich. Nicht aus Rache zu sagen, ich höre auf mit Kämpfen, nicht aus Wut, sondern aus Liebe zu mir. Aus Liebe auch zu meinen Geschwistern. Ich kann jeden so sein lassen, wie er ist. Aus Liebe.
Und das ist das bedingungslos Lieben. Da gehört auch das dazu, zu vergeben. Okay? Also, wenn ihr Unterstützung braucht, ich bin gern für euch da. Schaut in meiner Webseite nach. Ja, ich bin für euch da, wenn ihr mich braucht. Eure Sabine Michelle.